Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Silent Hill Downpour. So, in der letzten Folge haben wir erfolgreich Bankräuber gespielt und uns hier die ganzen Safes geknackt und damit natürlich ein paar Medikits gewonnen. Ich glaube, es waren insgesamt 5 oder 6 an der Zahl und ein paar Pistolenkugeln. Ich fand's ja super klasse. Dementsprechend geht es jetzt erstmal wieder raus. Ah nee, okay, wir müssen ja noch zu unserem hübschen kleinen Radio. Das haben wir ja ganz vergessen. Yo, people, I just got off the phone with a real nice lady named Sarah over in Bronx. Sarah wanted me to play some sailing music for her hubby Edward, who's got his boat out skimming through those crisp Toluca Lake waves today. Sarah says she always gets a little nervous when old Ed takes the boat out. But DJ Rix is here to say there ain't nothing to worry about, girl. It's always smooth sailing in Toluca, where the water is almost as fine as the music we play. Just for you and your man, here at WLMN-FM. Tja, also dieser DJ Rix, der hat's auch immer drauf, gute Laune zu verbreiten, obwohl er wahrscheinlich gar keine gute Laune hat hier in Silent Hill. Aber ja, das Liebespärchen Edward und Sarah natürlich. Naja, wenn sie sonst nichts zu tun haben. Ich finde es ja immer ganz cool, dass der, also ich weiß nicht, vielleicht ist er ja gezwungen, da irgendwie jetzt Nachrichten zu bringen oder so, weil er ist ja angeblich oder scheinbar wirklich der Einzige hier in der Stadt. Also wir sehen ja und hören sonst von niemandem etwas. Und dementsprechend, also gut, vom Postboten halt am Anfang, ne? Aber den fand ich bisher auch noch nicht so, also so mega cool oder so. Und ja, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob ich jetzt erst mich nochmal ein bisschen umschauen. Ah, cool, noch ein Verbandskasten, sehr schön. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. 11 haben wir, wow, okay. Super geil, wir haben 11 Verbandskästen, aber ja, soll ich jetzt noch ein bisschen die Nebenmissionen machen? Weil wir haben da eigentlich noch recht viele. Oder soll ich jetzt direkt mal zu dem Rathaus, ne, obwohl es ist ja gar kein Rathaus, zum Funkturm halt, wo der DJ Rix da rumsitzt und da mal schauen. Ich bin mir irgendwie noch nie so ganz sicher. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass es hier lang ging. Aber meine Erinnerung könnte mich auch trügen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, hier waren wir schon mal, aber irgendwie sieht hier in Silent Hill auch alles gleich aus. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ah, schaut mal. Ah, das ist für diese verschwundenes Kind, für diese Nebenmission, die wir da auch haben. Irgendwie ein rotes Band, da heißt es, dass sie da irgendwie dann, keine Ahnung, dran vorbeigegangen ist. Oh, da hatten wir was. Ah ja, schon wieder diese Vase. Und so ein gelbes Band. Ah, okay, also hier könnten wir jetzt diese Nebenquest anscheinend machen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das heißt, ob wir jetzt hier irgendwie links in eine Gasse einbiegen müssen oder weiter geradeaus laufen. Das ist ein bisschen verwirrend. Und ich weiß nicht, also wir müssen mal gleich gucken, ob wir irgendwie was Passendes finden. Aber erstmal will ich hier noch ein bisschen die Gegend absuchen und hier zum Beispiel in diese Gasse rein. Es speichert, okay. Oh. Oh nein, nein, wir brauchen schon wieder eine Zahlenkombination. Oh Gott, die scheißen, die schmeißen, nicht die scheißen. Die schmeißen einen aber auch total zu, was diese Zahlenkombination angeht, ne? Ich finde das total schlimm. An jeder zweiten Ecke braucht irgendwie irgendjemand eine Zahlenkombination. Na, immerhin haben wir jetzt hier nochmal eine Axt gefunden. Die mag ich ja eigentlich ganz gerne als Waffe und die ist effektiv im Kampfe gegen die Dämonen, wenn man das so sagen darf. Und da liegt was. Wollen wir mal gucken? Das ist ein Zettel, kein. So, was haben wir da? Eine Postkarte? Aaron Ashfield. Ah, 827. Das ist, denke ich mal, der Code jetzt für das da direkt. Weil es liegt hier relativ in der Nähe. Dementsprechend denke ich mal, dass wir jetzt 827 dort eingeben müssen ins Kombinationsfeld, weil das ist nie eigentlich immer nie so weit weg. Also das ist eigentlich immer relativ nah. Dann schauen wir mal. 827. Yay! Es hat wirklich geklappt. Oh, wie cool. Wie geil ist das denn? Jetzt haben wir hier einen Versteck gefunden. Bloß was hat uns das gebracht? Gibt es jetzt hier irgendwie Munition oder? Ah! This looks like one of those weird paintings. Cool, wir haben, oh geil, wir haben noch ein Gemälde gefunden. Das heißt, wir brauchen nur noch 2 von diesen Dingern. Wenn ihr euch erinnert, ist das hier auch eins. Oh, nicht schade. Ja, wir hatten ja schon insgesamt, glaube ich,
3 gefunden oder 4 gefunden gehabt und jetzt brauchten wir nochmal 3 und jetzt brauchen wir nur noch 2. Also es hat sich wirklich gelohnt, hier nochmal hinzugehen, also diese Seitengassen in Silent Hill abzusuchen. Das lohnt sich einfach immer und immer wieder, Leute. Da müsst ihr echt mal dann... Ach nee, hallo Wackelkopf. Jetzt haben wir hier eine Flasche. Ah, wie, der greift mich an? Hä, es regnet doch gar nicht. Wieso greift er mich jetzt an? Na gut, gut, dann geben wir ihn mal... Okay, also mal bei diesem... Oh, wieso kann der mich denn jetzt auch verwirren? Ich finde das immer total verwirrend, wenn sie mich verwirren. Aber ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass er uns jetzt irgendwie angreift, weil es doch gar nicht regnet irgendwie. Greift er nicht nur an beim Regen oder habe ich da irgendwas falsch interpretiert? Na, komm her. Komm, lass dich zum Schöpfer zurückbringen. Dieser Kick, der ist echt so übel, ne Leute? Der macht so megamäßig Schaden, glaube ich. Muss da echt aufpassen. Komm schon. Und, nein, er verteidigt. Yay! Also ich liebe diese Axt, ne? Diese Axt ist so geil. Die nutzt sich auch nicht so mega schnell ab, sondern es geht echt. So, gleich mal Verband genommen und gleich wieder einen eingesammelt. So soll es laufen und so soll es hoffentlich immer laufen. So, was haben wir hier? Ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas in der Nähe ist. Da war auf jeden Fall gerade irgendwas. Was war denn das? Achso, nur wieder diese blöde Vase. Es ist so schlimm, dass man mit diesen tausenden Gegenständen hier interagieren kann in Silent Hill. Also es ist echt schrecklich. Gut, dann gehen wir mal. Ist das ein Park oder so? Was haben wir da? Keine Fremden. Nein zu Fremden. Fremdengefahr? Wie rassistisch sind die denn hier in diesem Park? Ey, hallo, was ist denn hier los, ey? Wo sind wir denn hier gelandet, Mensch? Was haben wir da? Hui. Du hast ein Silent Hill Artefakt gefunden. Du kannst Artefakte im Menü unter Extras anschauen. Sieht aus wie ein Drache. Irgendwas. Ich konnte leider nicht mehr so schnell lesen. Drückt einfach auf Pause und lest es euch nochmal durch. Ich kann jetzt leider nicht auf Pause drücken, aber naja, ich werde es schon überleben. Irgendwas mit irgendwem hat er da auch sowas gebastelt, glaube ich, stand da. Was haben wir hier? Ach, das ist, glaube ich, nochmal so eine Ziehwaffe, ne? Also zum Runterziehen der Leitern. Ansonsten haben wir da gar nichts mehr. Ja, wo gehen wir denn jetzt lang? Wir haben jetzt wieder 2 Wege zur Auswahl. Ich gehe einfach mal hier lang und schaue, ob ich irgendwas... ja, ob ich irgendwas finde. Und natürlich finde ich ein Monster. So muss es sein. Oh Gott. Vor allem, die verteidigen sich auch immer so. Das finde ich voll fies. Au! Du Elender! Du Hundesohn! Du Sohn eines Hühnchens! Keine Ahnung! Auf jeden Fall, nimm dies, nimm das und ja, lass mich kurz verteidigen. Dann, oh nein, oh nein, meine Axt! Haha, meine Axt ist kaputt! Oh ja, kannst du mich jetzt ganz kurz in Ruhe lassen? Du Sohn eines Huhns oder wie auch immer. Wir hatten ja hier vorne noch die Waffe. Es ist jetzt zwar scheiße, dass wir die verbrauchen müssen, weil ich glaube, die ist fast gleich kaputt, wenn wir damit zuschlagen. Ah, ja, shit, ey. Aber gut, jetzt haben wir ihn halt umgebracht. Immerhin, der ist tot. Aber es ist kacke, dass man jetzt diese Waffe zum Runterziehen dafür opfern musste. Das ist dann doch der kleine, aber feine Nachteil, Mensch. Ach, Mist, naja, egal. Da scheint es rauszugehen. Dementsprechend, glaube ich, geht es da dann weiter. Dann schaue ich lieber nochmal hinten. Weil man weiß ja nie, was man vielleicht noch findet. Schaut mal, wir haben ja auch so ein gelbes Band. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt hier links rein. Also eigentlich müssten wir da irgendwo dann das Mädchen finden, theoretisch. Also theoretisch, ne? Man weiß ja nicht, ob Murphy das richtig interpretiert hat. Ich habe ja auch gar keine Ahnung, warum da manchmal rote Tücher hängen und warum da manchmal gelbe Tücher hängen. Also kein Plan. Ah, okay, wir haben das Ganze jetzt hier wegen einem Radio gemacht. Super. Who says morning rush hour has to be a drag? Not Marcy in the morning. Our AM morning ride hostess with the mostest. She's up crazy early to kickstart your day. Wiping away those brake light blues and turning gridlock into a non-stop rocking party. That's Marcy in the mornings, only here on WLMNFM. Ja, Marcy in the Morning. Ich sehe bisher oder beziehungsweise höre bisher ja nur irgendwie den DJ Rick. Also keine Ahnung, ob wir hier zu einer späten Stunde durch Silent Hill rennen. Ich kann das irgendwie gar nicht beurteilen. Das lag da. Achso, wäre so eine doofe Flasche. Ich kann das hier gar nicht beurteilen, ob jetzt hier eher Morgen oder eher Nacht oder eher Abend ist, weil hier ist ja die ganze Zeit neblig. War da irgendwas? Nee. Okay, weil hier ist die ganze Zeit neblig und keine Ahnung, kommen wir hier irgendwie raus? Haben wir da... Ah, cool, wir haben noch... Achso, okay, wir haben eine... ich wollte gerade sagen, hey, wir haben da noch so ein Bändchen, aber es war nur eine Schaufel, die wir da auch noch verwenden konnten, um uns mit Monstern zu
Prügeln. Super, ich bin auch inzwischen schon sehbehindert oder so, keine Ahnung. Ich kann inzwischen nicht mal mehr richtig Sachen erkennen und jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na toll. Das heißt, die Monster werden wieder stärker. Ich hoffe, wir begegnen jetzt keinen. Nee, aber ganz ehrlich, also ich kann das hier nicht abschätzen und vielleicht ist DJ Riggs, vielleicht erfindet der das Ganze auch nur, keine Ahnung. Vielleicht ist der so, dass er sagt, ja, das gibt's hier. Oh, was jetzt? Hä? Was war denn das jetzt? Habe ich irgendwas dazu bekommen? Hier hängt nochmal so ein rotes Tuch. Dann müsste ich ja eigentlich hier irgendwo bei dem vermissten Mädchen sein, oder? So, warte mal. Schauen wir mal auf der Karte, wo wir sind. Ah, wir sind selbst beim Sentinel Building. Ah, wir sind direkt davor. Das hier ist es also, der Funkturm, aus dem der DJ rausfunkt. Geht es hier irgendwie auch noch vorne? Nee, hier geht es auch gar nicht mehr lang. Okay, ja, super, aber. Gehe ich jetzt da direkt rein? Ja, bleibt mir wohl nichts anderes übrig, wenn es hier nirgendwo mehr lang geht. Na gut, dann würde ich einfach sagen, auf ins Abenteuer. Und da haben wir sofort einen Zettel. Und es ist kurz nach 11:30. Dann mal schauen, was uns jetzt erwartet. These are my parole papers. Who is doing this? What do you want from me? What do you want from me? Hey, Murphy! I got your paperwork here. Take a look. Hey, Murphy, remember, this is a limited time offer, my friend. I'll let you know. What's up, Officer Coleridge? What was that about? Nothing. Hey, don't bullshit a bullshitter. Sewell's bad news, Murph. He doesn't do anyone favors. What are you in for with him? It's nothing. It's. Don't worry about it. For your sake? I hope so. I don't want to get your hopes up, kid, but the parole board's looking pretty closely at your case. Don't screw this up now. Not after all I've done to get you out of here. Don't worry, Officer Coleridge. I got it all under control. Just some unfinished business to take care of. What the hell are you doing in here anyway, Murphy? You're not like these guys. Told you, sir. Car theft, resisting and evading, and Yeah, you stole a police cruiser and led him on a 10-hour chase down the eastern seaboard. What makes a guy with no priors and a clean sight do something that stupid? I think you at least owe me the truth. Maybe I just needed to escape from the world for a while. Yeah, well, you just steer clear of Sewell and do your homework, right? You got it, Chief. Okay, war anscheinend ein Erinnerungsflashback von damals in seiner Zeit in dem Gefängnis. Aber das bringt mich natürlich jetzt zur Frage, war das dann wirklich ein Traum, dass wir diesen Typi dann getötet haben? Oder war das wirklich, weil er hat sich ja mit diesem Seville oder wie er hieß unterhalten, mit dem er dann später diese Aktion durchgezogen hat. Also ich weiß es noch nicht so ganz. Es sieht auf jeden Fall danach aus, dass da irgendwas gelaufen ist, weil anscheinend, ja, der Coleridge oder wie er hieß, der mochte den ja eigentlich ganz gut und das hieß ja nur Autodiebstahl, Flucht und so. Und da hieß es ja irgendwie nicht, dass er Mord begangen hätte oder so. Also entweder wir haben es nur geträumt oder ich weiß auch nicht so ganz. Also ich glaube, man kann das nicht so richtig abschätzen. So, und da haben wir einen Bericht bekommen. Bewährungsausschuss, Häftling Pendleton Murphy, Bewährungsstatus. Hiermit wird die Genehmigung für das Inkrafttreten der Bewährung für den Häftling Murphy Pendleton 273a erteilt, geltend ab dem 26. Juni. Herr Pendleton erfüllt alle Qualifikationen für eine vorzeitige Entlassung und ist in jeder Hinsicht ein vorbildlicher Häftling. Er ist bereit und imstande, den Übergang von Häftling zu Bürger zu meistern. Des Weiteren stellt er unserer Meinung nach keine körperliche Bedrohung, Gefahr für die Allgemeinheit dar, da auch seine Straftat nicht gewalttätiger Natur war. Bei Fragen oder Problemen bitte kontaktieren Sie unser Büro.
Ja, das ist die Frage. Er hat ja jetzt, also ja, hochachtungsvoll noch Judith Zaragoza, Vorsitzende des Bewährungsausschusses, er hat ja jetzt mehr oder weniger Amnestie bekommen. Also er hat hätte eine Bewährung erteilt bekommen, aber irgendwas ging da anscheinend schief. Aber was da dann wirklich schief ging, was passiert ist, hat er vielleicht doch gar nicht geträumt. Das werden wir dann wohl erst in den nächsten Folgen erfahren. Ich bin sehr gespannt, ob es jetzt wirklich so war, dass er diesen Typ umgebracht hat und deswegen halt nicht entlassen wurde und keine Bewährung bekommen hat. Und nun, ciao, bis morgen!